tragische Behandlungsfehler? Wie kommen Betroffene zu ihrem Recht? Ich habe ständig Schmerzen, chronische Schmerzen habe ich jetzt. Ich vertraue keiner Arzt mehr. Ja, da sind wir wieder. Einen schönen guten Abend. Vielleicht ist Ihnen das ja auch schon mal so gegangen. Nach einer Operation oder einer anderen Behandlung hatten Sie das dumme Gefühl, da könnte etwas schiefgelaufen sein. Ein Behandlungsfehler? Gerade erst ist ja die Statistik für 2022 rausgekommen. Und danach wurden letztes Jahr rund 2700 medizinische Behandlungsfehler mit nachgewiesenen Folgeschäden registriert. Die Dunkelziffer soll sogar noch deutlich höher sein. Aber was macht man, wenn man den Verdacht hat, falsch behandelt worden zu sein? Und wie kommt man gegebenenfalls zu seinem Recht? Volker Ide. Eigentlich wollten Ali Mehmet und seine Frau Serbil noch ein viertes Kind. Doch diesen Wunsch müssen sie wohl aufgeben. Denn ihm wurde bei einer Operation der falsche Nebenhoden entfernt. Seitdem leidet er schwer unter den Folgen. Ich vertraue keiner Arzt mehr. Ich habe ständig Schmerzen, chronische Schmerzen habe ich jetzt. Immer zu Hause sitzen, keine Arbeit. Das macht mich auch kaputt. Er hat Einschränkungen, er kann nicht viel gehen, er kann nicht viel sitzen. Er darf auch nicht schwer heben. Und das Psychische fängt dann auch an, weil das Körperliche nicht stimmt. Was ist passiert? Bei dem Berufskraftfahrer wurde im linken Nebenhoden eine Entzündung festgestellt. Die wurde zunächst medikamentös behandelt. Weil die Therapie nicht anschlug, sollte der Nebenhoden schließlich operativ entfernt werden. Nach der OP stellt er fest, irgendetwas stimmt nicht. Sein linker, entzündeter Nebenhoden ist immer noch da. Die heile Seite ist weggenommen und die Schmerzenseite ist immer noch da. Muss ich noch mal operieren lassen. Also die zweite OP, also unfruchtbar. Was tun? Sie suchen Hilfe bei dem Rechtsanwalt Hans-Bernd Ziegler. Der rät, ein medizinisches Gutachten einzuholen. Ich empfehle daher meinen Mandanten immer, den medizinischen Dienst der Krankenkassen über ihre eigene Krankenkasse in Anspruch zu nehmen. Die Experten vom medizinischen Dienst untersuchen solche Verdachtsfälle, erstellen kostenlos Gutachten. In rund 2700 Fällen konnten sie im vergangenen Jahr schwere Behandlungsfehler mit bleibenden gesundheitlichen Folgen nachweisen. Gutachter Dimitrios Psytakis schätzt, dass die Dunkelziffer aber um das 10- bis 30-fache höher ist, weil die Betroffenen oft untätig bleiben. Was also kann man als Patient machen? Ein Tipp: Schon vor einer Behandlung nicht allein zu Arztgesprächen gehen, sondern einen Zeugen mitnehmen. Ein weiterer wichtiger Rat: Sich zum Beispiel im Krankenhaus von den Ärzten alles genau erklären lassen und in einer Art Tagebuch festhalten, was an Behandlungsschritten durchgeführt wird. Jedenfalls sollte man alle Schritte im Krankenhaus von vornherein für sich selbst auch dokumentieren, ein Gedächtnisprotokoll führen, damit nichts vergessen wird und der Patient weiß meist gar nicht genau, worauf es ankommt. Deshalb alles aufschreiben und alles auch mit Zeugen besprechen. Und Sie haben als betroffener Patient das grundsätzliche Recht, auch bei Ihrer Klinik, bei Ihrer Praxis Einsicht in die vollständigen Behandlungsunterlagen zu erlangen. Und Sie haben auch das Recht, sich Kopien zu fertigen. Auch Ali Mehmet hat seine Behandlung im Nachhinein gut dokumentiert. Bei ihm war das medizinische Gutachten eindeutig. Es liegt ein grober Behandlungsfehler vor. Demnächst steht die Gerichtsverhandlung an. Er hofft auf Schadensersatz. Was ihn nach wie vor trifft, ist, dass der behandelnde Arzt sich nie bei ihm gemeldet hat. Okay, er hat doch Fehler gemacht. Aber er kann doch einmal telefonieren, sagen, Entschuldigung, tut mir leid. Nichts, gar nichts. Ein Fehler während der OP. Für ihn und seine Familie hat das wahrscheinlich lebenslange Folgen.